Schottland steht als letzte Location an. Und hier braucht man natürlich dynamisches Wetter, ist ja klar. Und Schottland fangen wir mal früh morgens an. Eigentlich müsste ich die Zeit zufällig machen, damit ich nicht weiß, wo ich bin. Das Problem ist, dann kann man unter Umständen auch eine komplette Strecke nachts fahren. Aber eigentlich bräuchte man es komplett zufällig, weil Bevölkerung ist ja auch alles zufällig. Ja. Nee. Fangen wir um 5 an. Schauen wir mal, wie dunkel ist es da. Ah, schon noch recht dunkel. Das passt, da hinten steht der Mond. So, den kann ich nicht haben, weil den müsste ich kaufen. Und ich habe halt den Season Pass einfach nicht. Dann gehen wir weiter in die nächste Gruppe. Ein Bentley. Ist doch auch was Schönes. Natürlich wird auf der rechten Seite gesessen. Schottland hat auch ein paar richtig schöne Strecken. Ich glaube, eine kam auch nochmal neu dazu. Oder, da bin ich nicht ganz sicher, oder sie haben teilweise bestehende Strecken erweitert. Also verlängert. Teilweise haben sie, glaube ich, auch manche Strecken von A nach B Strecken in Rundkurse umgebaut, weil das Gebiet war ja da. Also haben sie es einfach verlängert. Kommt mir eigentlich zumindest so grob in Erinnerung, weil bestimmte Strecken fühlten sich dann später anders an, als ich es irgendwie ein halbes Jahr später nochmal gespielt habe. Da wurde noch ein bisschen drin rumgebaut. Schau jetzt mal ganz kurz ein bisschen hin, was eigentlich hier so in der Umgebung wartet. Naja, das bräuchte man wahrscheinlich, wenn man es ein bisschen heller hätte. Jetzt sieht man es hier mal ein bisschen mit dem Wagen vor uns, wie der Schatten da hinten rangehauen wird. Das ist ein bisschen getrickst, also es ist nicht ganz so, wie es eigentlich sein müsste. Aber ich finde es trotzdem ein nettes Detail. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals, also es damals die Videos von dem Spiel gab, dass mir das aufgefallen war, dass das Spiel das macht. Diesen, hier sieht man es jetzt ganz gut, mit den Schatten. Und dass ich das damals total cool fand. Und mich unter anderem deshalb auch sehr darauf gefreut hat. Wow, und tschüss. Und halt wegen den Strecken. Also Drive Club war damals, als es angekündigt wurde, das hat mich von Anfang an interessiert, eben wegen diesen Strecken. Weil es nicht diese klassische Nürburgring-Rennstrecke ist, weil es aber auch nicht so viel Bling-Bling Need for Speed-mäßig drumherum hat. Das hat halt für mich die perfekte Mitte getroffen. Und da wusste ich noch nicht mal, wie krass sich dieses ganze Beleuchtungs- und Wettersystem auswirken würde. Ist ja eigentlich auch Overkill. Also wie viel das an technischem Bodensatz hier quasi drin ist, was es vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte. Das ist aber, soweit ich weiß, ist diese Technologie, zumindest mit den Wolken und dem Himmel, das ist eine Middleware, also eine Software, die für das Spiel eingekauft wird, aber eigentlich von anderen Firmen entwickelt wird. Denn diese Technologie ist unter anderem wohl auch in Arma drin, in der Arma-Serie und jetzt demnächst im kommenden Ace Combat 7. Da soll das auch mit drin sein. Und die basteln die auch immer fleißig weiter. Das ist ein bisschen so wie Speed Tree, die Technologie, mit der ganz viele Spiele arbeiten, um Bäume generieren zu lassen, damit man die halt nicht immer alle selber bauen muss, sondern die Technik kann die einfach generieren. Die Oblivion, Skyrim, Fallout-Spiele haben die zum Beispiel drin. Und so ähnlich ist das hier eben mit diesem Wolkensystem auch. Die sind halt auch wirklich immer anders, die Wolken. Und je nachdem, wo die sind, ist da auch Licht. Oder eben kein Licht. Kommt die Sonne durch oder eben auch nicht. Boah. Weg da. Oh, die ist aber schnell. Die ist aber schnell vorbei, die Strecke. Naja, was soll's. Wir kommen ja noch öfter zurück nach Schottland. Schauen wir uns mal die Wiederholung an. Zack. Ja, also wie gesagt, Middleware, Third-Party-Ware ist das quasi, was da reingezogen wird. Das ist ja heutzutage bei Spieleproduktion bei ganz, ganz vielen Sachen
ich weiß nicht genau, wie sie bei GTA heißt, diese Software, mit der sie gerade wie bei GTA 4 und bei Red Dead Redemption noch so ganz auffällig war. Inzwischen nimmt man das als gegeben hin. Also zumindest bei GTA 5 machte sie nicht mehr wirkte sie nicht mehr so überraschend, die ganze Animationssoftware. Für wenn man irgendwie jemanden ins Bein schießt oder wenn der irgendwo an einem Auto dranhängt, dass er sich dann festhält oder dass der Körper dann halt richtig berechnet wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Die war auf jeden Fall im ersten The Force Unleashed und im zweiten natürlich auch mit dabei. Und da hatte sie noch diese Technik, dass die, wenn man die Sturmtruppler weggeschleudert hat mit der Macht, dass die sich unter Umständen irgendwo noch festgehalten haben und sich dann tatsächlich auch daran festhalten konnten. Aber mir fällt der Name für diese Software, die sie dann benutzt haben, nicht mehr ein. Weil die hatte, wie gesagt, vor ein paar Jahren voll die Runde gemacht, weil sie halt das so realistisch darstellen konnte, wie Figuren sich verhalten, wenn irgendwie physikalische Körper auf sie wirken oder irgendwelche anderen physikalischen Kräfte auf sie einwirken. Und bei GTA 4 und bei Red Dead Redemption war es halt am auffälligsten. Bei Red Dead Redemption ist es zum Beispiel echt krass, also auch heute noch, wenn man da auf dem Pferd reitet und dann irgendwie vom Pferd aus einen anderen Gauner von seinem Pferd schießt, wie einfach dieser Körper dann reagiert. Das ist total cool. Es sieht halt wirklich aus, wie man das irgendwie aus Wildwest-Filmen kennt, dass der dann halt irgendwie eine Schulter getroffen ist und dann so halb vom Pferd runterhängt und so. Das ist sowieso so ein tolles Western-Spiel. Also Wahnsinn. So, jetzt haben wir genug von Schottland gesehen. Ich breche jetzt mal ab. Und dann geht es in der nächsten Folge wieder zurück nach, wo fangen wir denn an? Ich glaube Kanada, ne? Kanada, da geht's los mit der nächsten Strecke und anderem Auto und anderen Konditionen. Bis dann!